Wir haben in Aschaffenburg, Herr Oberbürgermeister, hauptsächlich, lieber Klaus, in deiner Amtszeit über 200 Millionen Euro ausgegeben für den Bau der Ringstraße, für die Bahnparallele und für die Obernauer Entlastungsstraßen. Das waren alles Maßnahmen, die darauf abgezielt haben, den Verkehr aus den Wohngebieten heraus auf große Durchgangsstraßen zu bündeln, um die Wohngebiete vor Lärm und Abgasen zu schützen. Jetzt haben wir die Situation, dass errechnete Abgaswerte dazu führen, dass die Stadt in naher Zukunft Messstationen aufbauen wird, Messungen durchführen wird in der Würzburger Straße. Eine solche Ringstraße lebt natürlich von leistungsfähigen Zufahrtsstraßen, sodass der Verkehr aus den Umlandgemeinden auch auf diese Ringstraße geführt wird. Und wenn man das Verhalten der Bundesstiftung und das, was in Deutschland aktuell stattfindet, weiterschreibt, darf in Aschaffenburg nicht die Situation entstehen, dass wir Fahrverbote für einen Streckenabschnitt aussprechen müssen, der die Ringstraße anbindet. Nochmal die Ringstraße, die dazu gebaut worden ist, um genau Lärm und Luftverschmutzung von den Bürgerinnen und Bürgern fernzuhalten. Um dann zu erreichen, dass die Bürgerinnen und Bürger diesen Fahrabschnitt umfahren müssen und wieder in den Wohngebieten landen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben eine groteske Situation beim Thema Fahrverbote in Deutschland und das muss dringend auf dem Prüfstand, denn es kann am Ende nicht sein, dass in Europa und in Deutschland Fahrverbote ausgesprochen werden, Menschen ihre Autos nicht mehr benutzen können, nur weil es Messgrenzen gibt, Messmethoden gibt, die überhaupt nicht wissenschaftlich fundiert sind. Und deshalb fordern wir auch hier in Aschaffenburg ein Moratorium, einen Stopp für diesen Stadtratsschluss. Es kann nicht sein, dass wir am Ende diese wichtige Zufahrtsstraße zum Ring gefährden.